Herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Long Dark. Ja, irgendwie ist hier Nebel oder das liegt daran, weil wir zu wenig Kalorien haben. Ich kann es euch absolut gerade nicht sagen. Für mich sieht es aus, als wenn es Nebel wäre. Ja. Bleiben wir mal bei diesem. Es ist Nebel. Halt immer eine Hütte. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon durchsucht hatten. Ja. Ja, haben wir komplett schon durchsucht, Leute. Ja, auf zu gehen, Mann. Du bist ja immer nur müde. Schlafmütze. Ich hatte gerade Urlaub. Du darfst nicht müde sein. Hierhin, das hat uns nichts gebracht, weil wir, so wie ich das in Erinnerung habe, wirklich alles durchsucht hatten. Ach, ein Streichholz hätten wir anmachen können. Ich blöd, Mann, vorhin für Licht. Where can I find something to eat? Ich weiß, dass du Schwachkopfhunger hast, aber stell dich nicht so an, ja? Ich hab auch Hunger. Hey Leute, ich muss aufhören, Videos zu machen. Ich hab Hunger. Ich hab gerade absolut wirklich. Ich kann euch nicht mal sagen, wo ich hinrenne. Ja? Ich laufe jetzt gerade einfach nur. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Mit dem Nebel, das ist ganz schön mies, Leute. Wir sind jetzt, ups, das war falsch, 2 Tage und 12 Stunden wach, Leute. Also am Überleben. Wie es aussieht, wird es wohl unsere letzten paar Stunden werden. Wir gehen mal da lang. Ja. Man hatte ein Gewehr, wir hatten so viele Sachen. Nur durch diese beschissene Nacht haben wir alles verloren. Also man muss wirklich sagen, nimmt so viel Fleisch mit wie möglich, bratet so viel Fleisch wie möglich, verwendet Feuer nur, um Fleisch zu braten oder auch Wasser herzustellen. Propro Wasser, nein, ist alles okay. Ja, so ist zumindest mein Aspekt zur Zeit für das Spiel. Kugeln, ich glaube, sollte man wirklich nur verwenden, wenn man bedroht wird. Wo sind wir denn? Wir sind wieder beim Camp. Ach du Scheiße, und da ist dieser fucking Wolf. Ach Mann. Das Problem ist, dass wir hier absolut nichts mehr haben, Leute. Ich bin zu, wie soll man das sagen, zu ich habe die Materialien rausgeworfen wie aus dem Fenster, also nicht überlebensmäßig, ja. If I don't get some food soon. Ich habe die Sachen verwendet, als wenn es nichts wäre, als wenn es hier unendliche Sachen geben würde. Drücken wir es mal so aus. Ja, und das ist ja nicht richtig. Ich hätte etwas sparsamer mit den ganzen Sachen umgehen müssen. Jetzt sind wir nur einmal im Kreis gelaufen, was mich schon ziemlich ankotzt.
Und der Pisser lässt uns auch nicht in Ruhe. Ach, Mann, ey. Das geht mir jetzt aber schon ganz schön auf den Nerven. Wir können hier trotzdem noch mal gerade... Na, wir haben nichts, wo wir Holz draus machen können. So wie es aussieht. Ein Pfund, drei Pfund. Food. Ja, wir haben nichts zum Füllen. Aber aus was soll ich denn bitte schön Holz machen? Nochmal zwei Stück. Ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. Irgendwie müssen wir das doch hinbekommen, oder nicht? Aber ich glaube, weil wir kein Tool haben, wird es auch nicht funktionieren. Doch, drei Stück haben wir jetzt. Aha, jetzt können wir auch wieder Feuer machen. Das hört sich doch schon mal gut an, oder? I'm not ready to die. Ja, ja, halt einen Gusch. Haben wir noch irgendwas zu essen? Nein, wir haben was zu trinken. Das werden wir uns mal reinhauen. Okay, also es funktioniert doch. Und wir müssten eigentlich schlafen. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Werden uns nochmal hinlegen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn die Kondition im Arsch ist, dann werden wir sterben. Die Kalorien haben damit eigentlich nicht so viel zu tun. Nur um... Wir schlafen mal bis 16 Uhr. Nur, um die Kalorien... Also, um die Kondition wieder nach oben zu bekommen, müssen wir richtig schön Essi-Essi machen. Und dann haben wir auch eine Chance, wieder... zu überleben. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass dieser pissige Wolf weg ist und dass der Nebel weg ist. Oh, der pissige Wolf ist immer noch da. Ich bin Mr. Wolf! Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis rum! Gotta eat soon. Deine Mutter macht's dir doch. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit diesem kackigen Wolf, Leute? Ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich keine Ahnung gerade. Na, die hätte... Ich sag nichts. Ich muss die alte wegwerfen. Wir gehen jetzt nochmal gucken, ob der Pisser weg ist. Ich muss auf die Bahn schienen. Ich höre den Schwachkopf. Wenn wir Glück haben, gibt es hier irgendwo ein Reh. Da. Oder ein erlegtes Reh. Wir brauchen Essen, Leute. Da. Gibt es ein Reh. Das ist nicht mal gefroren. Warum? Das ist meins. Was ich erschossen habe. Haben wir den da schon durchsucht? Wir brauchen Essen, Leute. Ja, I'm not sure I'm gonna make it. Scheiße. Macht doch den Hirsch da tot. Kann ich euch ver... Mann. Sonst findest du hier ein Reh nacheinander und jetzt finde ich hier gar keins, oder was? Richtig
blöd. Also ich laufe jetzt da hinten zu den kaputten Waggons und gucke, ob wir da irgendwas finden. Ein bisschen Munition wäre ja auch nice, ne? My stomach feels like an empty pit. Alter. Gibt es diesmal hier nichts oder was? Das geht nicht mehr. Mistrick. Hier lag doch sonst auch eine Leiche. I could use this. Oh, Laternen. Dingen endlich. Und ein bisschen Pillen. Okay, aber nichts, was uns zum Überleben weiterhilft. Scheiße, die Leiche gibt's hier nicht mehr. Ich werde in dieser Region bleiben, Leute. Ich erhoffe, dass ich... Ich erhoffe mir, dass es hier ein Reh geben wird. Oder ein Hirsch, der zerlegt wird von den Wölfen. Dann kann ich die Flare nehmen und sie verscheuchen und vielleicht Glück haben, dass ich mir etwas Essen davon klauen kann von denen. Der hier schläft da hinten immer noch rum. Das ist doch zum Kratzen. Das ist der gleiche, den wir vorhin hatten, ne? Ja. I need to lay down. Ach gut. Was ist das? Hidden. Hit. Kannst da noch mehr Materialien rausholen, okay? Da läuft ja immer noch rum. Ich brauche jetzt ein fucking Reh. Na, jetzt sind wir schon wieder außer Atem, Leute. Ich gehe erst wieder ins Haus. Lieber halten wir mal in der Hand, falls wir den Pisser verscheuchen müssen. Leute, das gibt mir gerade richtig auf die Eier. Entschuldigung, aber ja, man musste mal so oft schießen nachts wegen diesem scheiß Wölfen. Ja, jetzt werden wir wieder qualvoll sterben. Weil dieser Pisser da kein Reh tötet. Oder Hirsch. Dass wir ein bisschen mampfen können. Endlich verpieselt sich der Drecksack. Ja, du kriegst mich nicht. Vorher bin ich weg. Ja, und ich sage
damit dann wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei So Long Dark. Ja. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und wir hören uns dann morgen wieder. Bis denne, euer Glabur. Ciao, Lowie.